vor 30 Minuten ein neues Video von Sascha. Da gehen wir sofort rein. Die letzte Podcast-Folge, offline und ehrlich, war toll. Ihr könnt ihr gerne mal reinhören. Der Podcast geht übertrieben ab. Da wollte ich mal auch hier Danke sagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch einen Podcast hören. Das müssen Höllen viele sein. Das ist komplett gestört. Das ist richtig, richtig krank, wie viele den Podcast hören. Danke, ne? Endlich ein neues Video, nachdem ich meine Hausschlüssel endlich wieder gefunden habe. Heute kommt eine neue Folge von Sascha liest Kommentare. Das heißt, ich bin unter meinen Videos unterwegs. Unter den letzten vier. Mehr gibt's nicht. Und kreativ genug für ein neues Format bin ich auch nicht. Um zu schauen, was ihr da draußen so dagelassen habt, ganz traditionell fange ich an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go! Sascha, mach lieber ein Jahr Pause. Wir lieben dich und wollen nicht, dass du dich überarbeitest. Tommy und ihr alle da draußen, ich lese nur noch. Danke Sascha, mach Urlaub, mach Urlaub, mach Urlaub. Von was soll ich denn Urlaub machen? Glaubt ihr, ich stehe auf und denk mir, oh Mann, heute wieder so ein harter Arbeitstag. Ja, kann ich leaken, sorry. Wir sagen, ey, 48 Stunden, hier ist das Zeitfenster. Hast du Zeit? 60 Minuten für eine Aufnahme für einen Podcast? Er so, nee, in den 2 Tagen schneide ich, da schließe ich mich ein, brech den Kontakt nach außen ab. Ich muss jeden Tag 16 Stunden arbeiten, sonst schaffe ich das nicht. Ja, doch. Der hat nicht mal eine Zeit, eine Stunde mit Flo und mir mal zu quatschen. Jetzt kann ich nach Battle of the Socials, wo alle Creator sind, nicht zur Aftershow-Party, weil ich 6 Stunden nachts mit dem Auto danach nach Hause fahren muss, damit ich am nächsten Tag, am Montag, Zeit für die Aufnahme habe, weil das der einzige Slot ist, wo Sascha nicht am Arbeiten ist, am Schneiden ist oder einen Drehtag hat. So ist es nämlich. Nein, ich stehe auf und denke mir einfach nur... 14 Uhr erst? Easy. Das ist auch falsch. Das ist das falsche Bild. Das ist das falsche Bild. Aber weißt du was? Um nicht nur dich, sondern alle zu beruhigen, dass dieser Kommentar nicht mehr vorkommen muss, mache ich jetzt Urlaub. Es geht doch nichts über den Urlaub. War ganz normal, Prugerville-Vibe am letzten Tag. Zu Hause auf dem Balkon. Bei Sascha fühlt sich jeder Montag wie ein Sonntag an. Danke dir, Sascha. Durch dich wird mein Wochenende länger. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag nicht. Mittlerweile ist jeder Wochentag möglich. Beim Kanalbanner steht jeden Sonntag 18 Uhr. Wenn ihr das seht, dann habe ich es 100% schon geändert. Was ist denn heute? Donnerstag. Das ist falsch. Hinter mir treffen sich heute Abend 200 Menschen, um miteinander Sex zu haben. Was ist das für eine Kombo? Was soll das? Wieso kommt hier Everybody? Wieso ist das der Everybody? Wieso ist dieser Emote Everybody? Das ist mit Abstand der beschissenste Emote. Und ich bin auch dabei. Ich weiß doch selber nicht mal mehr, wann ein Video kommt, Mann. Sascha, die Tage werden wärmer. Der Strube war ja schon diverse Male auf Orgien unterwegs. Und da haben letztens das Video, wo ich ihn interviewt habe, haben Papa Platte und Stegi drauf reacted. Das war sehr, sehr witzig. Das kommt safe noch in einem Hugo-Video oder vielleicht selber in einem Sascha-Video. Das ist krass. Lass den Ventilator doch bitte etwas länger laufen. Den Ventilator? Kein Problem. Sascha vor 10 Jahren. Jung, attraktiv, gut aussehend. Braun gebrannt. Freude am Leben. Sascha jetzt will ich lieber nicht beschreiben. Weil's besser ist, oder? Hey, sorry, hast du kurz Zeit? Was hältst du von der Person von 1 bis 10? Jetzt ernsthaft? 0. Ist das gestaged? Alles klar. Okay, ciao. Was hältst du von der Person von 1 bis 10? Ist die Person spielsüchtig? Ey, sorry, kannst du kurz die Person von 1 bis 10 ranken? Ey, nee, Mann, keine Zeit. Was eine Scheiße. Mein letztes Video hat mich gut während dem Abi abgelenkt. Dieses während der Bachelorarbeit. Danke dir, liebe Community. Leider ist dieser Kommentar unter dem Video so alt, dass der Verfasser, Yannick, von uns gegangen ist. Yannick, Ruhe in Frieden. Aber liebe Grüße an deine Enkelkinder, die sich gerade dieses Video gönnen. Ich hoffe, euch geht's gut. Euer Opa war ein richtig cooler. Er schreibt eine halbe Bibel. Sascha liest Kommentare, ist irgendwie nicht mehr dasselbe. Aber bei der letzten Szene habe ich nicht nur eine Abkühlung bekommen, Kuss dafür, sondern auch Nostalgie. Danke, Sascha, für deine unnormal lustigen und unterhaltsamen Videos von 2013 bis 2019. Bis dato weiß ich von einem Jahr Pause. Nicht von 4. Irgendwie ist der euphorische Sascha nicht mein Humor. Aber cool, dass es so gut ankommt. PS, mehr Monte-Clips bitte. Naja, wenn es so ist, Softboxen aus,
Baustrahler an. Friedrich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass jemand nach deiner Meinung gefragt hat, also hier in dem Zimmer nicht und... Also Sascha bei dem Bild und mit der umgedrehten Cap sieht aus wie Morbius. Aber ganz gewaltig. Richtig, richtig krasse Vampir-Aura einfach gerade. Ich glaube auch generell nicht. Kein Danke für deinen scheiß Kommentar. Wünsche dir mehr Monteclips. Dann gucken wir doch mal rein, oder? Es wird bestimmt witzig werden. Lass doch mal. Och bitte, Alena, ich habe 28 Leben. Ich habe das Video mit Boxen geschaut. Danke für diese tolle Erfahrung. Für alle, die die Erfahrung verpasst haben. Hier nochmal. Mein Vater ist sogar nach 10 Jahren vom Kippenholen nach Hause gekommen, um zu schauen, was los ist. Trooper, und damit dein Vater endlich wieder aus deinem Leben verschwindet, machen wir jetzt genau das Gegenteil da davon. Ein bisschen ASMR. Alter, das hat die gleiche Audioqualität wie meine Umfrage auf dem Perukaville. Endlich mal wieder unterhaltsamer Content auf YouTube. Naja, es existiert ja auch noch prinzipiell sowas. Deine Eltern sind Geschwister und weißt du, was das Gute dran ist, du Sohn? Wenn sie heiraten, was sie bestimmt getan haben und sich irgendwann trennen, sind sie immer noch Zwillinge, du dreckiges Stück Scheiße. Vermisse das? Intro. Premium-Pilz, nur für dich. Eine neue Variante. Nochmal eine zweite. Hey, ich werde das auch immer gefragt. Dieser wurde ich nicht gefragt für ein I. Na gut. Euro-Donation. Bitteschön, Sascha. Der dritte Porsche kauft sich nicht von alleine. Sascha schreibt rein, nee? Ja, ich habe mich letztes Mal so angestrengt. Für die Werbe in New York sogar. Hatte ich noch meinen Anzug an, Sascha. Ich habe mich so reingehangen für das Video. Ich gebe da immer mein Bestes. Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Das YouTube-Comeback hat nicht lange auf sich warten lassen. Yo, Sascha, Diggi, dir auch einen schönen Sonntag. Genieß dein restliches Wochenende. Du, Diggi, mach ich. Danke dir. Dieses Video hat meine Depressionen als HSV-Fan verschlimmert. Alter, Leute, morgen HSV Schalke. Da werden wir mal richtig schön die zweite Liga mit einem richtig schönen 3-0-Auftakt-Spiel in Hamburg Schalke direkt in die dritte Liga befördern. Das hören jetzt die Schalke-Fans sehr ungern. Aber das wird ein wahres Spektakel. Wow, das wird toll. Morgen gibt's auch keinen Stream, weil ich schaue HSV. Morgen gibt's vielleicht einen Mittagsstream, aber abends muss ich HSV schauen. Schauen wir mit der halben Fußballmannschaft, glaube ich. Dies wird die schlechteste Saison vom HSV jemals. Im Stadion? Nee, hab Stadionverbot. Danke, Sascha. Schau mal, das Positive ist doch, dass durch den Abstieg die Dauerkarte günstiger geworden ist. Aber können Sie sich auch leisten? Das Scheißding ist immer ausverkauft. HSV ist mit Abstand die meistbesuchte Zweitligaverein der ganzen Welt. Da kommt nichts ran. Die Fans stehen dahinter. Die sind jetzt irgendwie 6 Saison mit einem Punkt nicht aufgestiegen. Aber es bleibt spannend. Lieber jedes Mal bis zum allerletzten Spiel, bis zur letzten Minute. Wir hatten schon Platzsturm letzte Saison. Bis zur letzten Minute spannend und es geht um jedes Tor, um jeden Punkt, als in der ersten Bundesliga seit 5 Jahren Neunter zu werden. Bah, das ist langweilig. Oh, wir haben eine 50% Winrate. Wir können nicht aufsteigen und absteigen. Jedes Spiel von uns ist egal. Wir sind übertrieben random. So, welcher Verein ist das? Wer ist seit 5 Jahren Neunter? Wer ist so richtig langweilig? Mainz, Gladbach, Augsburg. Ja, könnt ihr euch mal beim HSV eine Scheibe auch mal abschneiden. Auch mal absteigen und dann nie wieder aufsteigen. Dann bleibt spannend. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett. Anscheinend muss an der Stelle raus hin, deswegen raus. Gratulation, ihr seid am Ende vom Video angekommen. Bekommt ihr was? Nein. Hätte ich was anderes erwartet? Nein. Falls ihr euch fragt, was für ein heftiges Piece ich heute anhab, das ist der neue Drop von Ape Crime. Der kommt ziemlich scheiße, oder? Friedrich, falls du das noch sehen solltest, bitte auf bei mir zu kommentieren. Es nervt einfach nur. Und ich glaube, jetzt kommt noch irgendwie ein Clip oder so. Also. Ich bin ja sowieso immer jemand, der schlecht seine Gefühle ausdrücken kann. Oh, oh mein Gott! War sehr gut, war sehr gut, war sehr gut. Das Video hat ein Like verdient. Zack. Tolles Video. Reicht. Auch mal ein Emote weglassen. Nicht immer so viele Emotes.